Ein herzliches Willkommen zurück zu Dark Souls 3. Ich denke mal, ich bin schon fast am Ende des Spiels sogar. Habe ich so das Gefühl. Ich habe jetzt die Magma-Scheiße hier bekommen, oder? Ja, daran erinnere ich mich noch. Okay, das saugt auf jeden Fall viel, viel Mana. Also, ich habe mir jetzt einiges angeschaut, und zwar der Schild, den, also ich habe ja diesen Grasschild, der eigentlich ziemlich cool ist, und ein Schild, den ich gefunden habe, den hier. Schild des Verlangens. Und soweit ich das verstanden habe, wo ich jetzt... hier. Schild eines alten Königs, der vom Fluch eines unschuldigen Durstes befallen war, der ihn, wenn er eines Königs beraubte. Ein Teil des Lust des Königs fällt noch immer in dem Schild und erhöht die Anzahl der bei besiegten, von Weinen gesammelten Seelen. Ja. Dieses Schild macht nochmal, dass ich mehr Seelen bekomme. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie sieht es mit dem Gewicht aus? Passt eigentlich 68. Wie sieht das Schild eigentlich aus? Also. Oh, sieht eigentlich nett aus. Und ja, genau wie mein Schlangenring tut er nochmal meine Seelen erhöhen. Hätte ich gerne davor schon gewusst, aber egal. So. Des Weiteren würde ich gerne wieder meine Mana-Tränke haben. Zwei Stück. 10 Heiltränke sind ja mehr als genug. Mein Dieb ist immer noch nicht zurück. Ist er tot? Vielleicht finde ich ihn ja irgendwann mal. Da, zwei Stück. Bestätigen. Habe ich keine mehr. Pretty be careful. Pretty be careful. So. Ansonsten habe ich mir noch ein, habe ich eigentlich einen Kommentar auf einen alten Part gemacht. Und da habe ich einfach mal, also ich habe ja jetzt hier den Endboss getötet, ich habe ihn hier getötet, ich habe hier den Endboss, naja, obwohl hier habe ich ja noch, hier habe ich ja immer noch nicht das, ich konnte immer noch nicht über die Brücke, also da wo der Zwiebelritter mich verarscht hat, aber vielleicht treffe ich ihn ja, und zwar im Kerker gibt es einfach mal eine Stelle, wo man, wo es ein Loch in der Wand gab und ich das einfach nicht gesehen habe, als ich die Aufnahme angesehen habe, habe ich das entdeckt. Ja, ich habe mir auch einen Kommentar drunter geschrieben, dass ich das einfach übersehen habe. Theoretisch könnte ich die Waffe auch verzaubern, wenn ich sie ohne Flammen spiele, aber eigentlich will ich ja nur gucken, wie der Zauber so ist. Hi. Und zwar... Alter, Alter, Alter! What? Okay, meine Leben sind einfach mal auf... Ja, auf nichts gedroppt. Noch eine Art Schild. Cool. Macht die Gegner wahrscheinlich Schaden, wenn sie mich versuchen zu treffen. Okay, und jetzt? Ah, schade. Geht nicht durch die Wand. Komisch, meine Leben droppen nicht. Muss ich in das Glas laufen? Nein, jetzt droppen die. Ich bin dämlich. Was ist los mit dir? So, und das Loch in der Wand. Und? Stirb! Oh, das macht hier überhaupt keinen Schaden. Bringt wahrscheinlich nur bei Riesenmonstern was. Alter, meine Leben! Gib sie mir zurück! Oh, shit. What? Ey, das ist scheiße. Die sehen aber cool aus. Schwarzhandrüstung. Schwarzhand. So. Mal gucken. Wahrscheinlich. Zauber einstimmen. Der müsste doch eigentlich extrem stark sein, aber wahrscheinlich eher so gegen Riesenmonster oder gegen. Was ist denn das? Was ist das? Schlägt mit Blitzpfahl zu. 35. Was? Glauben oder was ist das? Ich glaube, das ist Glauben. Oder? Ist das Glauben? Oh Gott, 35 Glauben, Junge. Was bin ich? Ein Priester. Mal gucken, vielleicht finde ich einen später einen Gegner, der größer ist als der da. Vielleicht ist die auch nur in die Lava reingelaufen, deshalb.
kann es natürlich sein, dass die nur von der Lava Schaden bekommen hat, oder vielleicht ist sie auch resistent dagegen, wer weiß. Du kotzt mich schon die ganze Zeit an. Ja. Ja, jetzt wird mein Leben wieder größer. Bei den Seelen merke ich jetzt nicht so viel. Ich brauche halt 900 für die. Und für den bekomme ich jetzt 132. Okay, ja, ich bekomme ein bisschen mehr. Also ich glaube, minimal mehr. Aber mehr ist mehr, würde ich mal behaupten. Gott, ist das... Eieieiei. Autsch! Okay. Okay, ich muss mich wieder eingewöhnen. Es ist schon wieder eine Woche her, dass ich Dark Souls gespielt habe. Und ich bin scheiße. Das kommt noch dazu. Komm jetzt, ich habe 12.000 Seelen für diesen Zauber gezahlt. Jetzt irgendwie nutzvoll muss der doch sein, oder? Du ziehst mir keine Leben mehr ab. Und ich bin wieder tot. Frag mich nicht warum, aber irgendwie habe ich es nicht so gerade. Irgendwie finde ich, ich bin viel zu langsam. Anti-Fluch-Großschild. Entweder kommt mir das nur so vor, oder... Kann es sein, dass ich langsamer geworden bin? Ah, stimmt ja auch, meine Ausdauer regeneriert sich auch nicht mehr so schnell, seitdem ich den Schild, seitdem ich diesen anderen grünen Schild abgelegt habe. Meine Stamina. Okay, das Gas macht mir gar nichts. Okay. Immer nur, wenn ich direkt gegen die kämpfe. Keine Ahnung, was hier, aber dann... Hi. My name is Dave. Ja, ich muss auf jeden Fall was in Ausdauer rein... Jetzt sterbe ich noch gegen diese Drecksdinger. Oh Gott, da ist noch so eine Hexe. Ich hasse solche unmenschlichen... Hör auf, so dumm zu laufen, ganz ehrlich. Unmenschliche Bewegung ist das Allerschlimmste, ganz ehrlich. Ich hasse sowas. Egal, wie so ein Viech aussieht oder Leichenteile oder sonst Blut oder so. Ich komme mit allem klar, aber irgendwas, was sich so unmenschlich bewegt, da kriege ich Panik. Ich weiß auch nicht warum. Ist einfach so. Also, wo war? Ich glaube. Da! Da ist das Loch. Wusste ich doch, weil ich bin hier so reingegangen, zack, 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 und bin so wieder raus. Ja, du bist mir egal, um ehrlich zu sein. Yep, hier war ich noch nicht. Gleichen Kiefer aus. Halt deinen Schnauzer da unten. Yes. Was zum Teufel ist das? Ich kann es nicht anvisieren. Junge, ist das ekelhaft. Das sieht aus wie Gollum. Guck euch diesen Scheiß mal an. Ich habe sogar Angst, das anzugreifen. Machen wir das mal nicht. Auf dem Rückweg vielleicht. Was ist das? Versucht Köder. Köder. Ach, Köder, damit ich ein Ding machen kann. Drop Attack, ja, das ist schon schlau. Also, so, erstmal öffne ich die Tür, weil man kann sie nur von dieser Seite öffnen. Jetzt könnte ich sogar da runter. Und Köder habe ich schon lange nicht mehr benutzt, oder habe ich das schon jemals benutzt? Ich weiß es echt nicht mehr. Der schreit gleich. Schlüssel des Ausbrechers oder so stand da. Dann kann ich wahrscheinlich da hinten auf der anderen Seite weiter, aber erstmal gehen wir hier weiter. Ich versuch's mal wirklich mit Köder. Wieso eigentlich nicht? Ich benutze die Sachen sowieso zu selten. Ah ja, das Grüne. Was?
Ja, ich gucke. Toxifiziert Feinde wirkt auch auf den Nutzer, ist ja dämlich. Wie sehen Köder überhaupt nochmal aus? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich mache es nach der altbewährten Methode. Okay, ich wollte nicht so auf den Kopf fallen. Oh, oh, weg, weg. Nein, nein! Nein, 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 nein. Das lassen wir schön. Hört auf zu lachen, ich hasse sowas. Okay. Scheinbar aber nur, wenn ich in ihrer Nähe bin. Oder wenn ich sie direkt an, direkt mit dir. Verfluchte Scheiße, du bist so ekelhaft, Alter, Junge. Verdammt nochmal. Ich glaube, du schaust in die falsche Richtung, mein Freund. Feuerschaden. Vielleicht bringt das deswegen ja mein Zauber nicht so viel. Weil das Ding ja Feuermonster ist. Jetzt wüsste ich, wo ich diesen Zauber geil einsetzen könnte. Bei der Kathedrale. Junge, verfluchte Scheiße, ist das Ding widerlich. Diese Geräusche machen es nicht besser, um ehrlich zu sein. Verflucht. Einfach Gollum entdeckt. Das sollte ich mal auch öfter machen. Sachen kaputt. Guck mal, was steht da? Vorsicht vor Beherrschung. Betrug voraus. Das Ding sieht aus, als würde es jetzt gleich kämpfen wollen. Vorsicht. Okay, was steht da? 8 Bewertungen, okay. Junge! Also, okay, gegen dich kann ich kämpfen, scheinbar. Was? Du hast einen Dolch. Nette Waffe. Das ist ein hübscher Dolch. Sieht aus wie der von Pike. What the fuck? Irgendein Giftscheiße. Und? Wie sieht der Schaden aus? Nicht so dufte, ne? Boom, 120. Na gut. Ja, gegen viele Gegner ist es bestimmt gut. Das macht halt so viel Schaden wie ein Schwerthieb von mir. Vorsicht vor Beherrschung. Das verstand ich nicht. Simpler Edelstein. I don't get it, you know? Oh Gott, da wollte ich gerade draufschlagen. Okay, nicht genau da drauf, aber. Ich hätte dich auch erwischt. Ah. A Crystal Lizard. Du bestimmt auch, ne? Da würde ich doch lieber diesen Magma-Feuerball haben. Ist von dieser Seite nicht öffnen, okay? Kann ich irgendwie mal da hinten nach hinten? Ich glaube, ja. Ernsthaft, das Ding hat mich getötet. Das Ding ist ja stärker, als ich dachte. Dieser Skollum. Okay. Auf jeden Fall würde ich mal den Zauber jetzt ändern. Nehmen lieber diese Magma-Bombe. Zauber einstimmen. Ich könnte auch mal ins Schild verzaubern, aber das würde gar nichts bringen. Ja, lieber die Magma-Bombe. Wie heißt es? Große Chaos-Feuerkugel. Gibt es auch eine kleine Chaos-Feuerkugel? Das wäre doch interessant. So, jetzt kann ich mal vergleichen, wie viel stärker die natürlich ist. Klar, ich benutze keinen Pyromantenring oder so ein Shit, aber... Die ist auf jeden Fall stärker. Macht doppelt so viel Schaden. Wächterhandschuhe, schön. Verbraucht viel weniger Mana. Bekomme ich mein Leben auch mal wieder zurück? Ja, du kannst mich auch mal. Aber hey, habe ich nicht gerade eben gehabt? Oh, ich hatte meine Mana-Dinge ausgerüstet. Ja, das ist blöd.
Das ist blöd. Ich dachte gerade, ich habe mich doch gerade eben. Guck mir nicht so dreckig an. Hoppala. Ernsthaft, du bleibst. Eieieiei. Nein, 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 nein. Stirb! Stirb! Na, ich habe keinen Mana mehr. Okay, ganz ehrlich, meine Leben sind so gedroppt, dass ich gegen dich nicht mehr kämpfen will. Guckt euch das mal an. Das ist nichts. What the fuck? Achso, nur so ein Geist. Und ich denke, Fernkampfangriffe sind wahrscheinlich eher das Beste gegen die. Ich guck mal, 230, macht das so? Also macht das so. Ah, das soll ich nicht ablegen. Verstärkt Pyromantie und dann noch. Was macht das eigentlich nochmal? Aha, erhöht Ausdauer. Wo war dieser ganz starke Pyromantenring? Sieht doch. Stück Pyromantie enorm. Mal gucken. Von 230 auf 100 Schaden mehr. Wow. Die Magma ist heftig. Das muss ich schon sagen. Könnte mir gefallen. Ich habe eine Idee, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Gehen wir noch gleich komplett auf Pyromantie. Einfach mal so, just for fun. Ja, den Zauber kann ich ja lassen. Gerade ist das Ding. Wartet mal, das da. Was macht das nochmal? Magie minus 30? Ah, wow. Das ist ja... Ach, hä, was? Ach, Fluchresistenz ist... Das haben doch immer die Magier getragen, gegen die ich gekämpft habe. Aber das tut ja dass du von Magie ganz leicht getroffen hast. Krone geschmückt und mit Federn gegeben an eine Prinzessin von dem Land der goldenen Zauberei. Durch den Segen der Wächteranalyse wird die Macht und Wirksamkeit der Zauber des Trägers erhöht. Der dadurch Zauberangriffe erlittene Schaden stärkt er aber ebenfalls. Okay. Ich bin ein Elf. Probieren wir das gleich mal aus. Ah, noch was wollte ich machen. Den Ring für... verkürzte Zauberzeit. Irgendeiner war doch, erhöht Feuerangriff auf Kosten von Schadensminderung, aha. Irgendeine... Nein, das war... Buch, ich habe jetzt schon so viele Ringe, ganz ehrlich, ich muss mal ein paar wegschmeißen. Verringert Verbrauch und viel. Das wollte ich machen. Mal gucken. Vielleicht, ich weiß nicht, ob Pyromantie zur Zauberei zählt, aber für mich eigentlich schon. Nein, macht nicht mehr Schaden. Hoppla, sie ist tot. Oh nein, sie ist nicht tot, aber egal. Ja, sie lebt noch da unten. So. Das heißt, es bringt gar nichts für Pyromanten. Behalten wir halt das alte Zeug an. Ich weiß gar nicht, ob das sich so lohnt. Verringert Verbrauch und Fähigkeiten. Verkürzt Zauberwirkzeit. Verstärkt Konterangriffe. Irrelevant. Ah, warte mal. Ah, das ist aber blöd gerade. Da muss ich den Schild... Ah, das ist ein bisschen... Ich muss ja den Schild in einer Hand tragen. Stirb. Okay, das ist dämlich. Das ist sowas von dämlich. Geht, hör auf zu kotzen, das ist bestimmt ekelhaft. Ja, das bringt Probleme mit sich.
Ich will den Schild tragen, damit ich mehr Dinge bekomme, XP. Aber gleichzeitig kann ich ja damit nicht angreifen. Oh doch, ich habe eine Idee. So, dann mache ich den Schild wieder dahin. Und dann tue ich das Schwert auch noch dahin. So sollte es funktionieren. Ich sollte vielleicht schwächeren Zauber nehmen. Gefällt er sicher nicht. Nein! Okay, der zweite hat mich jetzt echt überrascht. Ach, ignoriere ich einfach mal. Die Tür links ist ja offen. Okay, ich glaube, ich töte das Viech jetzt. Warte mal. Ich dachte, da kommt schon was. Sorry, aber ganz ehrlich. Bringst du mir was? Schade. Leider habe ich kaum Mana-Tränke. Das heißt, die Strategie ist eigentlich vollkommen dämlich und überflüssig. Besonders bei meiner Fähigkeitenstärke. Kannst du mir mal... wieso habe ich eine schwere Rolle drauf? Glück gehabt irgendwie? Boom, sterbt ihr Bastarde. In die Hölle mit euch. Oh, ich habe keinen Mana mehr. Weg hier. Liegt wahrscheinlich am Helm, dass ich... Bleiben wir mal hier. Hier fühle ich mich ein wenig sicher. Da, die sind hinter der Wand. So, ich bin zu schwer. Bisschen. Ah, passt schon. Rührt ihr da? Dankeschön. Wärterhose. Ich bekomme noch die ganze Kollektion zusammen. Simpler Edelstein. Echt jetzt? Die bekomme ich von hier? Ich dachte, der wäre richtig wertvoll. Beherrsche mich. Nichts verstehen. Oh Gott, mein Gott, mach mir doch nicht so eine Angst. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich irgendwie langsam zuschlage. Ich weiß auch nicht warum. So. Hier werde ich ja von dem Ding umgebracht. Konnte ich nichts machen. Oh, ich habe ja echt viele Seelen. Du nervst mich schon die ganze Zeit. Zeit für Stille, ja, das ist echt wahr. Junge, die ganze Zeit schrei, schrei, schrei. Sieht doch ein normaler Mensch nicht aus. Oh, wo bin ich jetzt gelandet? Junge, was zum Teufel? Heimatknochen, oh Gott. Ich dachte, der Part in diese Area wäre ein bisschen kürzer geraten. Scheinbar nicht. Ah, und auf der anderen Seite kann ich dann da so runterspringen.
Oh mein Gott, willst du mich verarschen? Die stärksten sind es aber nicht. Wollt ihr wirklich gegen mich kämpfen? 230 Seelen, das ist ja gar nichts. Will ich gar nicht wissen, was passieren würde, wenn ich meinen Ring abnehmen würde. So. Stimmt eigentlich. Da ich keine Verwendung mehr dafür habe. Für die Pyromantie. Oder, wartet mal. Ich glaube, ich lasse es an. Geh zurück. Starte alles neu. Hol mir den Crystal Lizard und dann springe ich da von da oben mal runter. That's the plan. Ich könnte Heimatknochen benutzen, aber egal. Könnte wirklich sein, dass es daran liegt, dass die den Ring, oder? Ich finde, dass ich scheiße laufe. Was hat hier an? Das da wahrscheinlich. Laufe ich jetzt nicht schneller? Allein vom Gefühl her finde ich es besser sogar. Und ich glaube, ich habe einen leichteren Feuerzauber. Wenn ich das nicht schon gesagt habe, erwähnt habe. Stimmt eigentlich, da kann ich ja noch Ding. Meine Waffe sogar noch verzaubern, ist ja krank. Warte mal, habe ich jetzt das Schlüssel dafür? Ah ne, lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Stimmt, ist ein Shortcut. Mal gucken. Ach, nicht mal. Ziemlich schwach, würde ich sagen. Lohnt sich eher so für Fernangriffe. Nichts da. Kein Wort nicht hören. Da ist der Crystal Lizard nicht hier? Ah, ich kann mich nicht drauf fallen lassen, schade. Das sind meine Leben. Jetzt ist die Frage. Hey, wo ist mein Crystal Lizard hin? Ach, der ist wahrscheinlich abgehauen, oder? Ich tick aus. Drecksviech. So kann ich meine Waffe ja nicht mehr verzaubern. Ziemlich dämlich. Lass mich in Ruhe. So. Alles habe ich gemacht. Oder warte, kommt der Crystal Lizard erst wieder, wenn ich mich hin und zurück teleportiert habe? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder wenn ich sterbe? Ich glaube, ich teleportiere mich mal kurz. Um sicher zu gehen. Ich weiß es einfach nicht mehr. Ja, leider kann ich. Eigentlich sehr wurscht, wohin ich gehe. Wurscht, wurscht, wurscht. So, im Grunde genommen habe ich in diesem Part noch nichts erreicht. Ja, und das war's auch eigentlich. Den neuen Zauber ausprobiert. Und ja. Ja gut, ich habe eine Tür geöffnet. Das kann man mir schon hoch anrechnen, ne? Aber ansonsten nichts. Einfach mal nichts geschafft.
Machen wir das dahin. So. Ah, stimmt ja. Ich habe ja auch alle Pyromantenringe abgelegt. Deshalb ist doch das Ding viel, viel schwächer, der Feuerball. Okay, weg da. Weg, weg, weg. Sie hat mich verlangsamt oder verflucht. Das war nicht der Plan. Wie blöd bin ich eigentlich? Ich dachte gerade, mein Feuerball wäre ausgerüstet. Falsch gedacht. Nö. Egal, ich bin in den Partner dieses Schreiber. Also, ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Peace out.